Hallo und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind in der nächsten Version von der Fantasy-Stadt. Es ist endlich soweit. In der Version 2.1, die letzte Version war die Remastered-Version. Und jetzt sind wir in der Version 2.1. Ihr seht im Hintergrund schon den McDonald's, die Bank, die Polizeistation, die Militärstation. Ich zeige euch heute mein Haus in Minecraft, beziehungsweise in dem Haus, in dem ich wohne. Es ist nicht meins, das ist das Haus. Und wir fliegen jetzt einmal ganz kurz drumherum. Also es ist schon sehr, sehr realistisch, aber 1:1, jeden Meter kann man da nicht genau nachbauen. Das ist das Haus, da sehen wir noch den Garten und dann gehen wir hier gleich mal rein. Ja, es hat 3 Etagen plus Keller. Das werden wir alles heute angucken. Und ich bin sehr stolz, euch das zeigen zu dürfen, weil ich wollte das schon immer bauen. Schon seit ich klein war, bevor ich mit YouTube angefangen habe. Und ich habe es nie geschafft, ja, weil das einfach zu schwer war, weil ich keine Lust mehr hatte und so. Aber jetzt können wir hier reingehen. Es ist natürlich klar, die ganze Nachbarschaft ist nicht gebaut und lasst euch jetzt nicht von denen drumherum beeinflussen. Ich habe kein Krankenhaus und auch kein Burger King neben meinem Haus. Es ist jetzt halt nur das Haus hier und die ganze Nachbarschaft. Da kommt vielleicht noch in nächster Zeit ein Community-Projekt, aber ich will da gar nicht so viel spoilern. Wir gehen jetzt rein. Ich muss dazu sagen, wir sind mit den Möbeln hier, ja, mit dem Mr. Crafty Furniture Mod. Ihr könnt euch das downloaden, da gibt es 2 Downloads. Einmal mit dem Furniture Mod könnt ihr die Map mit dem Mod downloaden. Dann müsst ihr euch den Mod installieren und einmal die Map ohne den Mod. Da ist halt alles ersetzt hier. Die Gardinen zum Beispiel sind da nicht. Gut, wir fangen jetzt an. Die gelbe Wand hier ist eigentlich gar keine gelbe Wand. Das ist eigentlich eine weiße Wand, nur ist die von innen gelb und ich muss mich da halt entscheiden. Wir sind hier jetzt am Tor angelangt und hier sehen wir schon einen Zaun. Ja, das grenzt an ein anderes Grundstück an. Wir gehen jetzt hier mal rein und gut, hier sollte eigentlich noch... Hier sollte ungefähr eine Klingel sein, ist aber nicht da. Habe ich vergessen jetzt in dem Fall, ist aber egal. Und wir sehen hier schon mal die Einfahrt. Ja, hier kann man reinfahren, dann geht es ja so ein bisschen höher. Dann kann man da direkt in die Garage fahren. Wir gehen jetzt aber erstmal ins Haus und ich muss gerade mal die, die Kreaturen hier, die Mobs ausmachen, weil die Fledermäuse sind hier wieder da. Es ist das erste Mal, dass hier wirklich Fledermäuse sind, weil diese Möbel werden halt nicht so als richtiger Block erkannt. Ja, wir machen hier mal direkt das Licht an und das können wir hier vorne erstmal machen. Und wir sehen hier schon mal den Eingang. Hier sehen wir einen Flur, der ist ja ungefähr so breit. Es ist wirklich alles wie in echt gebaut. Wenn wir jetzt rechts lang gehen, dann sehen wir hier erstmal ein Bad. Und jetzt gibt es hier gerade massive Lags. Ich weiß nicht warum. Da müsste ich tatsächlich gerade mal meinen Shader ausmachen. Und wir sind hier jetzt im Bad. Da können wir das nächste Licht anmachen. Hier sehen wir, ja, so eine Gardine kann man auf und zu machen. Ist in echt auch so. Wir haben hier eine Toilette. Da können wir sogar G drücken, aber das mache ich jetzt mal nicht. Jetzt seht ihr, was hier steht. Und dann sehen wir... das Waschbecken, die Ablage. Hier sind eigentlich noch Handtücher. Ich werde das alles ganz genau zeigen. Ich bin sehr stolz auf dieses Haus, das nachgebaut zu haben. Und es ist wirklich sehr eng, das Bad. Das ist so maximal, ja, so, dass man hier stehen kann. Ja, das ist wirklich so gebaut. Machen wir wieder aus. Dann gehen wir weiter und gehen mal erstmal nach links. Ja, wir gehen hier ins Wohnzimmer. Und hier ist einiges mit Möbeln gebaut. Hier haben wir eine Couch. Können wir auf den Fernseher gucken. Nicht so eine riesige Uhr, aber in die Mitte konnte man nichts platzieren. Ja, haben wir einen Tisch, ansonsten noch hier einen Stuhl. Kann man nach draußen gucken, auf die Straße. Hier gibt es ein Bild. Alles so zu zeigen, ist komisch für mich, weil ich kenne es ja in echt, ihr halt nicht. Ihr könnt es halt nur in Minecraft sehen. Ja, hier haben wir noch ein paar Kisten zum Verstauen und ein Ofen. Das ist so noch so ein alter Ablagenschrank, da gibt es nicht mehr so viel zu zeigen. Ja, gehen wir hier weiter. Und zwar machen wir das Licht mal wieder aus, brauchen wir gerade nicht. Und wir gehen dann hier in die Küche. Übrigens hier, das ist tatsächlich so ein Totenkopf-Bild. Was hier ist, so ein Glasbild eingerahmt, so ein großes, das ist tatsächlich so in echt. Hier ist ein Bild von, boah, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, ich sag mal lieber nix von irgendeiner Stadt in den USA. Es kann sein, dass es New York ist, ich hoffe, es ist nicht falsch, aber ich sag mal nichts dazu weiter. So, hier haben wir ansonsten den Tisch, ja, 6 Stühle kann man ein- und ausfahren, können sogar 8 Leute hin, wenn man sich quetscht, sogar 10. Wir haben hier die Küche und dann können wir hier hingehen. Die wurde umgebaut, also wir haben umgebaut und vor einiger Zeit und deswegen ist das Bad ein bisschen kleiner und die Küche ein bisschen größer. Ja? So sieht das Ganze aus. Ja, von hier kann man in den Garten gucken. Da würde ich sagen, machen wir das relativ am Ende und den Keller dann auch relativ am Ende, weil wir gucken uns jetzt erstmal das hier drin an. Ja, wir gehen jetzt hier mal eine Etage höher und kann von hier unten das Licht hier oben anmachen. Dann gehen wir hier mal ins erste Zimmer. Es ist ein ganz normales Wohnzimmer, ganz normales Zimmer, wo man drin wohnen kann. Kennt ihr es ja wahrscheinlich auch, so wie ihr ein Zimmer habt. Das ist nicht mein Zimmer, mein Zimmer kommt noch. Ja, das ist ganz oben. Also ich nehme jetzt gerade hier auf und das zeige ich euch dann. Ich bin sehr gespannt, wie ihr
das findet. Ja, ein ganz normales Zimmer, ne? Also hier steht ein Fernseher. Gehen wir wieder raus und dann gehen wir ins nächste Zimmer. Und das ist tatsächlich hier auch wieder ein ganz normales Zimmer. Ja, Licht an- und ausmachen kann man hier. Hier gibt es nicht so groß viel zu zeigen. Wir machen Licht einfach mal wieder aus, weil wir sind hier am Fenster. Das war mal ein Abstellzimmer, wurde von jemandem umgebaut. Und hier ist so ein, also es ist zum Teil ein Arbeitszimmer. Und hier haben wir einen PC drin. Hier, also natürlich sind die PCs jetzt hier nicht die modernsten in dem Mod, aber es gibt halt keine anderen. Ja, das ist das Beste, was ich gefunden habe. Ja, und ich wollte nicht zu viele Mods installieren. Wir gehen ins nächste Zimmer, wieder ein ganz normales. Ihr seht, das ist ja voll diese Wohnetage. Licht können wir wieder anmachen. Hier ist ein Bett, können wir auf den Fernseher gucken. Ich habe keine Ahnung, welche Abmaße der hat. Dann haben wir hier einen Schrank. Hier gibt es auch wieder so eine Ablage hier oben. Hier gehen wir hinter. Hier ist so ein Kühlschrank, wo man ja so, so Dosen drin oder so normal Getränke drin macht, aufbewahrt. Dann haben wir hier einen PC, noch ein Bildschirm. Und eigentlich sollte hier noch ein dritter stehen, aber es hat nicht mehr hingepasst. Ja, es geht einfach nicht anders. Ist halt so am besten umgesetzt, wie ich das machen kann. Hier sehen wir übrigens auch in jeder Etage Feuermelder, ganz vorbildlich. Wir machen hier mal das Treppenlicht an. Am Abend oder in der Nacht ist es hier sehr, sehr gut, das Treppenlicht. Wir gehen hier hoch und dann sehen wir hier links mal das Schlafzimmer. Wir sehen hier den Fernseher, der nicht ganz in die Mitte gepasst hat. Es ist leider so mit einem Block platziert. Kann man nicht besser bauen. Hier ist auch gar nicht so viel drin. Von hier aus kann man natürlich auf den McDonald's gucken. Nur in der Stadt, in echt natürlich nicht. Und hier geht es dann weiter in das Abstell, also beziehungsweise in das Kleidezimmer. Und hier seht ihr auch diese schräge, diese schräge Decke, das ist vom Dach hier. Also es ist wirklich so in echt, dass es so am Dach direkt ist. Und wir haben ein Gästezimmer hier. Da kommen wir gleich zu. Übrigens, was ich vergessen habe, hier sehen wir in der unteren Etage 4 Bilder. Und ich glaube, meins hängt hier ganz rechts. Also da sieht man mich. Das ist natürlich kein Bild von mir. Aber hier sieht man normalerweise mich, wo ich ganz klein war. Ob hier ein Face-Reveal kommt, weiß ich nicht. Vorerst erstmal nicht. Und ich bin hier halt ganz rechts. Gut, das hört sich vielleicht ein bisschen falsch an, aber ich bin hier halt das Bild, was hier hängt. Wir gehen jetzt einfach mal weiter, ich sag nichts mehr. Hier ist das Gästezimmer. Ist ja auch nichts Spektakuläres. Hier sehen wir eine Couch. Hier ist eigentlich noch ein Fernseher, ein kleiner. Was wir hier sehen, sind so 4 Köpfe jetzt gebaut. Ja, das sind so 4 Teddybären, die hier eigentlich auf der Couch stehen. Ich glaube, jeder von uns hat früher, von unserer Uroma war das, einen Teddybär bekommen. Ich weiß nicht, was meiner ist, aber ist auch egal, sind auch Köpfe, ne? Ich bin ja auch ein Teddybär, ihr seht's ja hier. Wir gehen jetzt ins Bad. Und das ist ganz interessant, weil hier ist nämlich mein Zimmer, da kommen wir gleich zu. Hier sehen wir das Bad, hier ist eine Dusche, eine Ablage und so weiter, ne? Ist nichts Spektakuläres. Lichtschalter ist... Oh, den habe ich... Ah, ne, der ist hier. Ja, falls ihr euch wundert, warum das hier offen ist, hier ist eigentlich eine Schiebetür. Nur, wie soll man die umsetzen in Minecraft, ne? Das ist ein bisschen blöd. Und hier ist direkt mein Zimmer, ja? Direkt neben dem Bad. Also ich könnte hier, wenn ich jetzt mal zur Seite gucke, ich sitze nämlich da vorne drin, dann könnte ich hier direkt rauslaufen, direkt ins Bad. Ist sehr, sehr angenehm. Ja, da muss ich nicht immer runterlaufen. Wir gehen hier rein und dann sehen wir hier direkt mal das Zimmer, ne? Das ist riesig. Es ist in echt tatsächlich das Größte, auch wenn es vielleicht nicht hier rüberkommt, so rüberkommt. Es ist das größte Zimmer in dem ganzen Haus. Also ich habe da schon sehr Glück gehabt. So was wir hier sehen, ja, an der Wand ist eine Falltür, also so ein Tor von Rittern. Ich war früher ein sehr großer Ritterfan, deswegen ist hier alles bemalt, die ganze Wand. Hier haben wir meinen PC, ne, sehr modern. Ihr wisst ja schon, bisher gab es nicht. Hier stehen eigentlich 3 Bildschirme. Der hier in der Mitte ist der, bei dem ich gerade aufnehme. Ist ein 165 Hertz Bildschirm, relativ neu von Weihnachten jetzt. Und hier noch 2. Der hier links ist kaputt. Den habe ich aber auch schon jahrelang. Und der hier rechts ist mein Zweitbildschirm. Da kann ich jetzt was drauf machen. Ihr seht es ja, ich tappe jetzt hier mal raus. Hier sehen wir noch die Fenster. Hier ist so eine Tür. Da geht es eigentlich ein bisschen höher. Dann können wir rausgucken auf den Garten. Das hier sollte eigentlich ein Keyboard sein. Kein Klavier, sondern ein Keyboard. Kann man leider nicht besser umsetzen. Ja, hier ist ein Schrank. Und wir drehen uns jetzt mal um. Und dann sehen wir, hier oben geht es ja weiter. Ja, hier ist ja gar kein Bett drin. Und da können wir hier hochgehen. Diese Treppe ist tatsächlich nicht so gebaut, sondern nur so. Also die geht nur an der Wand hier hoch und nicht hier. Nur ist das platztechnisch ein bisschen schwer umsetzbar gewesen. So, wir gehen hier hoch und dann sehen wir den Schlafbereich. Ja, das, so sieht es aus. Man kann hier runter gucken. Normalerweise habe ich hier noch ein Hängeding drin. Also hier an der Decke hängt normalerweise so ein Hängesessel. Und hier oben habe ich noch einen Sitzsack verstaut. Den könnte ich auch hier runterholen. Und dann könnte ich mich da auch reinsetzen. Na, also ich habe alles da. Hier oben sehen wir die Betten. Und hier geht es nochmal weiter. Und eine Ablage. Es ist tatsächlich ziemlich groß. Sieht man von außen vielleicht auch gar nicht. Man stoßt sich hier an. Das ist extra so gebaut, weil es wirklich sehr eng ist. Also mit 1,60 kommt man hier gerade noch so hin. Aber ja, wenn man größer ist, dann auch nicht. Man muss hier schon sehr, sehr klein sein, um hier stehen zu können.
richtig aufrecht stehen zu können. Ja, hier haben wir ansonsten noch Lichter. Bisschen viel, aber in echt ist es gar nicht so massiv viel Licht. Hier sehen wir dann noch die Dachfenster. Kann ich gut rausgucken. Nur in Minecraft, wie gesagt, schlecht umsetzbar gewesen. Dann sehen wir hier das Abstellzimmer. Also tatsächlich wirklich nur ein Abstellzimmer. Dekorsachen zu allen Jahreszeiten, zu Ostern, Weihnachten, Herbst, Halloween, Winter, alles gibt's hier. Na, Frühling, wir haben hier alles drin. Matratzen, Koffer, wirklich alles, was man hier braucht. Zum Verreisen, zum ja, Dekorieren und sowas. Ist halt nur ein bisschen blöd, weil man die Sachen immer durch mein Zimmer tragen muss. Ne? Ist, sieht es, glaube ich, schon. So, wir gehen hier wieder raus. So sieht mein Zimmer aus. Ihr könnt es, wie gesagt, alles downloaden. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und wir kommen jetzt mal hierzu. Und zwar habe ich ja gar keinen Schrank in meinem Zimmer. Das hier ist einfach nur ein Schrank für meine ja, Sachen. Ja, Schule, YouTube und so weiter. Und dann haben wir hier meinen Kleiderschrank. Das ist die ganze Wand hier voll. Das ist einmal hier rechts so ein Schrank und hier links so ein Schrank. Also ich habe hier nicht nur das größte Zimmer vom Haus, sondern auch ja noch im Flur so einen riesigen Schrank stehen. Ich habe es wirklich gut hier drin. Dann machen wir wieder aus. Wir gehen jetzt mal in den Keller. Hier haben wir so einen Sensor. Wenn das Licht an und ausgehen soll, wenn man hier runterläuft, geht es automatisch an und aus. Schlecht umsetzbar in Minecraft, wie gesagt. Ja, hier so Haken für Taschen und so weiter. Hier haben wir einen, muss ich mal überlegen, hier ist der Heizungsraum. Hier sehen wir die Anzeige dann. Ist nicht besser umsetzbar gewesen mit der Uhr. Ist eine Anzeige für den ja, Stand, wie warm das Wasser ist. So, hier haben wir als nächstes so, ja, so einen Bereich, wo man einfach nur bügeln kann, Sachen abstellen kann. Es ist ein Keller, ne? Es ist nichts Spektakuläres. Hier haben wir einen großen Schrank und hier hinter gibt es auch nochmal so einen Bereich, wo man durchlaufen kann. Wir sind in dem letzten Teil vom Keller. Hier sehen wir die Toilette. Relativ eng. Und diese Fledermäuse, die nerven mich hier ein bisschen. Hier können wir das Licht an- und ausmachen. Wirklich sehr klein. Die Toilette müsste eigentlich hier stehen. Und hier müsste noch ein Fenster sein, aber es geht nicht anders. Hier ist die Dusche. Die ist auch sehr, sehr eng. Man kann hier zu zweit rein. Vom Platz her. Aber es wird eng. Ja genau, hier ist der Duschkopf. Hier ist so eine Ablage für Shampoo, Duschgel und so weiter. Hier können wir auch einstellen, wie warm das Wasser sein soll und so. Und wenn wir jetzt hier mal das Licht an- und ausmachen, wir sind eigentlich durch dieses Fenster hier abhängig. Das heißt, wenn hier jemand runterläuft, das Licht ausmacht, dann sehen wir ja gar nichts mehr drin. Also das ist schon ziemlich gemein. Kann man aber wieder anmachen. So, hier Waschbecken natürlich. Hier wäre eigentlich noch ein Fenster zum Garten raus. Und hier sehen wir dann Waschmaschine, Trockner und Ablagen. Hier ist eine Werkbank. Soll so sein. Da geht es eigentlich noch ein bisschen rein, aber hier geht es leider nicht weiter wegen dem Heizungsraum dann. Und hier noch ein paar Ablagen für das Werkzeug. Wir kommen von hier unten, also können wir von hier außen auch das Licht an- und ausmachen. Ja, so. Und dann können wir von hier unten vom Keller aus in den Garten gehen. Hier sind wir. Es geht einmal hier durch, einmal durch die Garage und einmal durch das Esszimmer. Beziehungsweise durch die Küche kann man hier rausgehen. Und hier sind wir in dem Garten. Hier haben wir einen Baum, der schon ewig hier steht. Hier war früher mal eine Schaukel. Hier haben wir ja so eine kleine Ecke, wo man sich hinsetzen kann. Von hier sieht man auch mein Zimmer aus. Ne? So, dann haben wir hier den Brunnen. Beziehungsweise das ist kein Brunnen, das ist eigentlich so halb Brunnen, halb Teich. So ein ganz kleiner Teich, der nicht mal richtig funktioniert. Leider. Wir haben hier ein Häuschen, so ein gelbes. Und hier direkt der Baum. Also wir können hier reingehen, ne, wenn man hier irgendwie im Herbst oder so sich hier hinsetzen will. Ist ganz cool. Auch im Sommer ist es ganz gut. Wir haben jetzt gerade Sommer, jetzt wo das Video rauskommt. Eigentlich stehen ja keine Betten, hier legt man eigentlich so, ja, so Schlafsäcke hin, wenn man hier drin übernachten will. Was ich jetzt gerade vergessen habe, ich habe das mal in einem Stream gesagt, wir brauchen hier, wie schreibt man das denn? Wir brauchen hier ein Ortslot-Eck, aber ich glaube, die können hier rausgehen. Das bedeutet, hier müsste eigentlich eine Katze sein. Ich hoffe, die haut jetzt nicht ab. Ich hoffe, die macht jetzt nichts kaputt. Ich weiß nicht, wie die drauf ist. Wir gehen jetzt weiter direkt zu der Garage. Wir können hier entweder vorne rum oder hier hinten. Hier stehen noch so ein paar Kisten rum. Hier noch so ein paar Haken. Also Schaufeln oder Besen oder was auch immer. Das Licht können wir hier an- und ausmachen. Leider hat die Reichweite hier nicht gereicht. Von dem Lichtschalter bis da hinten. Und was wir hier sehen, ist, wenn wir mit einem Auto hier reinfahren, wenn hier Platz ist an der Seite, dann können wir hier das hier aufmachen, das ist so eine Tür. Können wir runtergehen und dann kann man von hier unten aus, jetzt brauche ich doch mal hier Licht, dann können wir von hier unten aus am Auto irgendwas machen. Man kann hier wirklich drin stehen, es ist ziemlich groß. Man kann hier das Auto drüber fahren
und dann von hier unten irgendwas hier, also im Auto machen. Ne? Sehr, sehr praktisch. Muss man aber auch immer auf und zu machen. War ich aber auch ewig nicht mehr drin. Muss man auch wieder mal sauber machen da unten. Aber auf jeden Fall wären wir soweit mit dem Haus durch. So sieht das aus. Wie gesagt, ihr könnt euch das alles in der Videobeschreibung downloaden. Mit Möbel, ohne Möbel. Wie gesagt, ihr braucht für die Möbel den Mr. Crayfish Furniture Mod. Wie gesagt, nicht 1:1 nachgebaut, aber es kommt dem schon sehr, sehr, wirklich sehr nah, wie es in echt auch aufgebaut ist. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.